So, hallo und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des November-Livestreams. Jetzt fährt Luisa mal wieder. Und du darfst, ich habe dir noch gar nicht gesagt, was du wirklich fährst, gell? Schnabi sagt auch hallo. Hallo. Du hast noch gar nicht, also ich habe dir noch gar nicht genau gesagt, was du halt überhaupt fährst. Doch, du hast mir vorhin erzählt, dass ich mein Lieblingsbus fahre. Okay. Mein Schiff. Genau, dein Scania, der da ist. Stimmt, wir haben das falsche Zielschild, Schnuff. Ja, es kommt alles noch. Ach es so. Kommt alles noch, weil wir stehen noch an der Pausehaltestelle. Wenn wir jetzt schon umschildern, dann ist blöd. Also wir müssen da noch ein paar Mal auf Bestätigen drücken, dann passt das schon. Also wir fahren vom Bahnhof Rote Erde nach Uniklinik, weil der Kollege hat den Bus hier hingestellt. Das ist alles, macht Sinn. So, jetzt müssen wir mal der gucken. Der möchte da rein. Die möchten alle rein. Dann fahren wir doch einfach mal. Witzende. So, machen wir mal. So machen wir ein bisschen. Stopp. Bisschen auf ist er schon. So, jetzt müssen wir gucken. Du brauchst noch einen Gang. Reib's mal. So, jetzt darfst du fahren. Immer schön gucken. Es kollisioniert und sowas. Ich habe Angst, dass du überall gegenfährst irgendwie. Achso, ich wollte mehr vertrauen, gell? Ja. Mach ich mal. Aber ist okay. Ich vertraue dir mal. Immer schön mit außen. Und die Spiegel sind auch, finde ich, recht gut platziert. Ja. Soll ich schon mal umschildern oder erst vorher vorne wenn stehen? Wenn du magst, das ist mir egal. Du bist der Buschfahrer, du beschäftigst diesen Busch. Du darfst gerne umstellen. Stream geht nicht mehr. Stream geht nicht mehr. Das wäre zu eruieren. Gib mir, so reiche sie mir mein Handy. Also warum noch ein alter ist, darfst du fahren? Ich fahr mal weiter. Warum noch das alte Update, weil ich noch nicht geupdatet habe. Drehen. Genau, super. Dankeschön. Also, machst du gut, Schnuffi, wollte ich sagen. Dankeschön, dass du nicht so kacke fährst. Nein, danke. Nee, das Stream funktioniert aber. Nix Worringer Weg. Bleib mal da stehen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das nochmal neu einstellen, hoffentlich. Plöm. Gucken wir mal. Plöm. Nee, falsch. LSK. Josh hat den Stream kaputt gemacht. Nee, hab ich nicht. Doch, Stream geht. Ja, F5 drücken. Albern frei läuft alles. So. Bitte warten. Jetzt müssen wir ganz auf Bestätigen drücken. Welche Linie ein, sind mal. Wir? Wir sind Linie 73. So. Darfst du mal Türen auf? Bist du wieder Buschef? Jetzt darfst du wieder alles machen. So. Guten Tag. Hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Möchtest du wirklich Fahrkarten verkaufen? Gut, geht dann machst das? Ja. Also F drücken. Also auf dieses F. Ticket verkaufen. Einzel. Das erste, genau. Einzel F ist normal, grün. Und jetzt musst du Rückgeld geben. Es stimmt 285. Von der Ding her. 265 steht da. Ach so. Der Bus ist eher leise, ja. 60 und 5. Der hat 10 Euro bezahlt und 265. Ach so. Dann kriegt er noch. Ich glaube, da haben sie mir zu viel. Hast du nicht richtig gerechnet im unteren Bereich. Ja, ich hab's vermaselt. Wie Mai überlesen wird, was? Mein Bus. Ja, das ist normal. Das ist die Karte. Gut. Hab ich dir das nochmal erzählt. Hast du. Warte mal, bist echt zu spät. Da hat jemand gesagt. Du bist 1, nee, stopp. Schon, bleib mal stehen. Guck dir das mal an. Du bist 1,15 mal 10 hoch 7 Minuten zu spät. Hey, okay. Nee, schau dich das mal an da oben. Du bist 1,1 mal 10 hoch 7 Minuten zu spät. Ich hätte dir das jetzt gerne geändert. Bleib mal stehen. Oder möchtest du so fahren? Nein. Siehst du, dann bleiben wir mal so stehen. Ich habe eh eine rote Ampel. 1,1 mal 10 hoch 7 Minuten. Was ist das? Wirst du wohl nicht losfahren. Kennst du keine 10er Potenzen? Doch, klar. Ja, aber 10 noch 20? Nee, 10 noch 7. Ach so. Was ist denn der richtigen Fahrplan? Ja, dann wäre ich ja schon Minuten, wäre ich ja schon einige Minuten zu spät. Damit bist du ein paar Tage zu spät. Ja, eben. So, minus 0,8. Einwandfrei. Passt. Da sagen voll viele, dass du dich ausruhen sollst. Mach ich doch. Der Josh kann sich morgen noch ausruhen. So. Jetzt hoffen wir mal, dass die Ansagen klappen und sowas. Ich ruhe mich schon noch aus. Vor allem kannst du auch moderieren und sowas. Genau. So. Elsassstraße. Ich hoffe mal, das stimmt. Elsassstraße. Wer ist Elsa? Hätte ich jetzt von dir erwartet. Ich dachte, hier ist eine Haltestelle. Ach nee, da kommen stand Sie nur zu der Annahme. Ups. Ja. Hey, okay. Sie können nun weiterfahren. Ich fahre.
Ja. Heute, ja, genau. Ja, Tag, rechne doch mal aus, was das war. 1,5 mal 10 hoch 7 Minuten. Rechne das mal aus, wie viel das ist. Boah, hast aber einen Zahn drauf. Ja, bitte. Genau, einwandfrei. Rech kannst du nicht mal ausrechnen oder so? Ja, die Kuelsa-Straße. Die Leute sind doch schon drüber gelaufen. Boah. Ja, aber ernsthaft, wann habe ich denn den Fahrplan angenommen? Vor einer Woche? Ah, nach einer Woche dachte ich mir, ich guck da mal vorbei. Ja. Wieso, wieso nichts kommt? Das Map- und Busfeld ist ja leer ausgefüllt. Ach so, es ist echt leer ausgefüllt. Muss ich nur vorne aufmachen. Ah, du darfst den Bus nicht immer so bremsen. Also Okay. nicht. Das mag der nicht. Hallo. Guten Tag. Und ihr wollt alle Fahrscheine Hallo, haben. Fahrschein bitte. Ich wollte auch teilweise Flugstickets haben. So, 2,65. Wären jetzt nochmal So. erstmal 5. Erstmal 5. Immer von unten hoch. Erstmal die 5. 5 Cent, Das 5 Cent, sind 5, 5. Jetzt 5,11. bist du auf, jetzt bist du auf 70. Jetzt Jetzt bin ich 30. 70, jetzt 30, dann bist du auf den 30 ganzen und Euros und 2. 2. Genauso musst du Einen rechnen. normalen Fahrschein. Das ist Busfahrer rausgeben. Ja, die Ampel war rot. Egal, ist nichts passiert. Erzähl das mal der Polizei. So. Wenn die rechnen mit Ja. dem Kleingeld. Jo, neulich sei dein seit 2009 verspäteter ICE in Köln-Bonn Hauptbahnhof angekommen ist, genau. Hat doch keiner ausgerechnet, wie lange das Ich habe ist. einen falschen Schade. Fahrschein von Ihnen bekommen. Steuerung T. Nee, Da! nix Steuerung T. Die Ja, wollte doch. Kurzstrecke. Ach so. Mach das mal weg. Sie haben Ach mir so, den nein, falschen das da. Fahrschein Nee, gegeben. nimm mal den da oben weg, da kann kein weiteren Ausdruck mehr anhängen. Ups. Genau, ist am Ausdrucken. Ich warte noch auf den Wunderbärchen. Das Führerschein. musst du dir noch 50 und 3 geben. Glauben Sie, danke. Sie haben nun die Tür aufgemacht. Ups. Mach den mal wieder ein bisschen zu. Es sei denn, du möchtest, dass dich jemand ankrabbelt oder so, aber glaubt man nicht. Macht doch eh niemand. Na, außerdem macht das doch niemand. Das Haus ist okay, ja sowieso. Jetzt hast du hier hinten aufgemacht. Nee, das hast du hinten zugemacht. Oh, okay. Da ist aber jetzt beides rot. Habt ihr auch gerade gesehen? Ah, Egal, die egal. Polizei drückt Ist nichts beide Augen zu, weil passiert. ich fahr. Ja. So, grün, 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 grün. Das Ich dachte, ich Bussignal. hab rot. Jetzt hast du grün. Ja, ich weiß. So, jetzt Hab kannst du ich auch nämlich, jetzt ohne gesehen. zu gucken, auf die normale Spur wechseln, weil Käsekuchen. Jung. Wie fällt man die Codes zum Anmelden? 96918805. Würde alles nicht zur Diskussion stehen, wenn man die README lesen würde. Da steht das nämlich drin. Beim Morphy Soundpack, nicht beim Scania selber. Julian schreibt gerade, doch, Josh krabbelt dich an. Mein Ausschnitt ist verrutscht. Dein Ausschnitt ist Ja, verrutscht. ich habe einen V-Ausschnitt. Ja, hat Neuenburg einen Bahnhof? Ja, hat es. Und der Hänsler kommt aus Neuenburg. Habt ihr das gewusst? Zur Information des Tages, Hänsler kommt aus Neuenburg. Juhu. Interessiert Oh, wahrscheinlich das niemanden, ist voll die gell? tolle Kirche. Görsche. Kirche, die ist Jetzt voll habe ich toll. irgendjemand seinen Wunsch erfüllt, weil er wollte, dass ich mal die Linie 73 ganz fahre. Jetzt fahren wir die mal ganz. Aber du fährst sie gar nicht, sondern ich. Ja. Sehr Wunderbärchen. Aber einiges los hier. Mal gut, dass wir einen Gelenkbus haben. Es ist ein Gelenkbus. Das ist nicht wie der aus dem Busquartett. Hallo. Ach so, apropos Morgen. Busquartett. Ich möchte mich einfach nochmal dafür bedanken, weil wir das echt oft spielen. Ja, wir haben uns schon so oft bedankt, aber man kann sich nicht oft genug bedanken, einfach weil das Spiel Es ist so voll geil, das mega ist. Busquartett. Ich kann das sagen. Ich glaube, die wenigen werden das kennen. Unser Chat-Moderator hat uns mal voll das coole Busquartett gemacht. Das ist voll geil, sogar mit austauschbarer CTA-Karte. Kannst mal zur Ampel vor oder sowas. Es ist echt voll das geile Busquartett mit Bussen und mit so geilen Smileys hinten dran. Es ist grün, genau. Es ist voll geil, das spielen wir voll oft. Das ist sogar Oh, besser als das mega. eine gekaufte, was wir mal auf. Das eine gekaufte, was wir Dingenskirchen und so mal auf eBay. Ach nee, jetzt ist dieser Bug da wieder da. Er sollte nicht weiter auffallen. Er hat hier auf Rheinhausen neulich mal. Busspur. Galgenstraße. Was ist das für eine Ansage? Du willst nicht wissen, was ich gerade verstanden habe. Galgenstraße habe ich Nein. verstanden. Geradeaus dürfte grün sein. Ich habe was anderes verstanden. Ich musste recht langsam fahren auf Aachen wegen der Nachladedinger da. Und vor allem, Ding hier ist offen. Chat und so YouTube-Stream und so ein Mist. Ist keiner da, aber es hat rot. Ja. Ach so, ups, das rot. Genau. Ach schön, Lisa, magst du Busse? Ja, ich mag Busse nicht so arg wie der Josh, aber ja, ich mag Busse. Also seit der Josh mich darauf aufmerksam gemacht hat, Dass es Busse gibt.�     װ     װ==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 
nehme ich sie auch mehr wahr. Ich habe statt geile Straße verstanden. Nee, nochmal was anderes. Einer hat schon geschrieben. Ach, und das sind so Dinger. Pinöpels, danke. Das sind originale Ansagen. Ach so, okay. Apropos Ansagen. Erbarmt sich jemand, mir 100 Ansagen zu schneiden? Nein, tut sich keiner. Ich möchte das jetzt nicht ausnutzen, dass ich Zuschauer habe. Genau, das ich mag Busse und ich mag vor allem das Schiff. Ich weiß nicht, warum. Ich habe gedacht, es kommt Josh. Ich weiß nicht, warum, aber ich musste... Ich habe gedacht, es kommt Josh. Ich liebe dich doch. Ist okay. Nein, ich, genau, wo war ich stehen geblieben? Am Kaiserplatz, genau. Ich mag Busse und der Josh hat mich mal in einem Stream den fahren lassen und sagt, der ist voll scheiße und so. Und ich mag den nicht so arg. Und ja, ich kann verstehen, dass du den nicht magst, aber irgendwie war der vom Fahrgefühl her so toll. So, jetzt musst du gucken. Halt vorsichtig da dem anderen Bus hinterher, dass du die da nicht mitnimmst. Ja, dass ich die nicht mitnehmen. So, ich guck für dich mal in die Kurve. Ich guck für dich mal in die Kurve. Da steht ja eh Bus. Ah, Bus. Einwandfrei, sag mal wieder. So. Ich bin deine persönliche Sicht. Ich bin dein persönlicher Sichtassistent. Oder brauchst du keinen persönlichen Sichtassistenten? Wenn du mein persönlicher Sichtassistent sein möchtest, dann darfst du dir gerne sein. Aber ganz ehrlich, fährst voll gut heute. Ach, nur heute? Nee, manchmal. Nee, wirklich, du fährst heute echt voll gut. Und wir sind heute nicht Tests gefahren. Okay, sind wir letztes Mal auch nicht, aber. Ich habe mein Schiff wieder. Es liegt an meinem Schiff. Ihr könnt echt mal Luisa loben. Heute ist der Luisa Loben-Stream. Ich hab mein Schiff wieder, das ist alles gut. Heute ist der Luisa Loben-Stream. Aber eindeutig, warst du schon auf Twitch mit dabei oder gar nicht? Auf Twitch? Weiß ich gar nicht. Warst du? Natürlich war ich. War Luisa schon auf Twitch dabei? Ja, na klar. Ja, bist du ja, letztes Jahr hast du noch auf Twitch gestreamt. Dann hast du ja schon über ein Jahr Jubiläum. Ich bin jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr dabei. Wir können das auch mal eruieren. Wir können es auch mal eruieren, wie viel das jetzt ist, aber... Wie lange geht der das? Wie es fertig ist? Ist fertig, wann ist fertig? Wenn wir sind fertig. Aber irgendwas wollte ich gerade gucken. Du wolltest gucken, wie lange du schon auf YouTube bist. Nee, ich wollte was anderes machen, was ich nicht den Leuten erzählen wollte. Ach so. Ah, jetzt weiß ich, was ich gucken wollte. Die Frage ist hier, minus Verspätung oder Verfrühung? Okay. Verfrühung. Was, ich bin zu früh? Ja. Ein bisschen. Ja, genau, Luisa und Schiff gleich Liebe. Das ist wie Josh und O405. O407. Ja. Bei O405 sind auch okay. Die möchte nicht mit, aber es möchte mit aussteigen. Und du bist etwas auf dem Bordstein. Ich weiß. Man soll den Tag nie vor dem Abend loben. Hey! Das sollte es nicht so gemein rüberkommen, wie es vielleicht rübergekommen ist. Letzte Tür vielleicht. Genau. Ist das die zweite noch offen? Sonst kannst du die letzte auch wieder zumachen, glaube ich. So, irgendwie soll das funktionieren. Ja, ich wollte ganz schön Pep rechts parken, damit der Josh sagt, oh, das ist toll. Ja, nicht so wie der Alter, der uns gestern heimgefahren hat, also, der hat nicht nur, ich glaube, du musst auf den da achten, auf den Bussignal da. Ja, ich glaub's also, auch. Der hat nicht nur so vom Bordstein weggeparkt, der hat echt voll weit. Das war fast eine ganze Busbreite. Das war so. Also, das war echt heftig. Also, boah. Das wollte ich nur mal erwähnen. Also, das fand ich heftig. Mayo hätte gern Moderatorenrechte, traut sich aber nicht zu fragen. Hä? Julia, nur Ketchups bekommen Moderatorenrechte? Ja, nee, nur wegen Dingens da und so. Wegen den Chaoten und so. Nicht. Weil die ganzen Chaoten. Doch, Elchhupe. Elchhupe. Ja, das ist die Elchhupe. Ja, du musst da so da rein, genau da. 73 hier, kein Halt. Alter, die Elchhupe ist ja mal geil. Die ist voll geil. Siehste? Ah, das ist die geil. Cool, cool, cool. So. Oh, kaum hat Mario Moderatorenrechte, schreibt er in Caps Lock. Mario. Man kann, glaube ich, trotzdem Leute, die Moderatoren sind, trotzdem striken und so. Ach, Mario. Du darfst fahren. So, als Bushof. Musst du gucken, welcher Gleis. Ich guck mal, welcher Gleis du bist. Gleis H11. Okay, ja, ist H11. Da, wo ich ein H habe. Genau, da, wo du stehst. Alter, schau mal, wie viele Linien hier abfahren. Innerhalb von sofort. So, kommst mal rein. Guten Tag. Hallo. Ich will auch Moderator haben. Nein.
Nein, ich bin nicht gemein zu dir, Mario. Ich habe nur gesehen, dass du Caps Lock geschrieben hast und dann habe ich mir gedacht, aber man darf ja gar keinen Caps Lock schreiben. Aber jetzt bin ich ja Moderator, jetzt darf ich einen Caps Lock schreiben. Da kann ich ja was einstellen. Das stimmt mal, gar nicht. Drehen wir noch ein bisschen nach links. Ich den Display gerne wieder heller machen. Und ja, ich mache gerade den Bus kaputt. Hast du was dagegen? Das ist wie Josh. Josh hat mich gern, aber Josh ist trotzdem gemein zu mir. Weil er immer Angst hat, dass ich was falsch mache. Ich gedacht, dass ich. Also, ich versuche heute echt nicht gemein zu dir zu sein. Nein, aber ich versuche dem Mario gerade zu erklären, ich muss da rein. Ja. Ich versuche dem Mario gerade zu erklären, dass ich nicht gemein zu ihm bin. Jetzt guck mal, ob du nochmal einen Bushof halten musst. Vielleicht musst du nur noch mal H14 halten. Ich glaube, du musst nochmal H14 halten. Halte da mal einmal, die Leute laufen dahin. Ja, Wunderbärchen. Also. Hören wir mal. Okay, auch im Aachen-Bushof, genau. Dann kriegt Josh im Dezember keinen Schoki. Wer hat nochmal gesagt, dass ich keine Schokolade bekomme? Stimmt, das war der Hermi. Also, wenn du das machst, Mario, dann erfüllst du dem Hermi seine Prophezeiung. Von wegen, Josh kriegt keine Schokolade. Josh, der bekommt keinen Schoki. Also, so, ich guck mal für dich. Frei. Außerdem wäre das ja gemein gegenüber dem Josh, wenn er keinen Schoki kriegt. Warum? Ja, weil Schoki ist eh ungesund. Schoki ist eh ungesund. Ja, weil ich dann ja gemein zu Mayo war und nicht du. Aber Zitat, irgendein Chaot, ja, die beiden, wie war das ohne Luisas Josh eh nur halb oder sowas? Das fand ich irgendwie voll süß. Ja, wie zweijährige Kinder. Ja, das ist schön. Ich fühle mich lieber wie ein zweijähriges Kind, als wie eine 60 Jahre alte, verlebte, lebensüberdrüssige, alte Frau. Die keinen Spaß am Leben hat. Genau. Und mich für eine Frau hält. Wie kann man euch Post schicken? Einfach. Da, Videobeschreibung. Genau. Also, noch weiter unten. Ich kann nicht so weit, da ist der Chat, aber ganz unten Videobeschreibung. Was Streamer Hermi mir bietet für die Erfüllung. Genau, erstmal gucken und wenn er dir nichts bietet, dann kannst du ja, dann kannst du es ja trotzdem. Alter, finde ich nur viel Tritt voll aufs Gas. Ja. Hm. Keine Sorge, du bist eine 60 Jahre alte Frau. Irgendwann mal. Ja, aber genau. Darf ich auch Rechte haben und nur linke? Rechte. Boah. Apropos, nein. Nein. Mit der Brille ist hübscher. Die mit der Brille ist hübscher. Haha, wegen, weil ich habe ungefähr vor 20 Sekunden, vor einer halben Minute erzählt, dass ich für eine Frau gehalten wurde und jetzt schreibt er, die mit der Brille ist hübscher. Der Witz ist, hast du das genau erzählt, wie das war? Zieh mal auf. Hast du das genau erzählt, wie das war? Mit der alten Frau? Nein, habe ich nicht. Das muss man nämlich genau erzählen, damit das lustig ist. Wie sah ich voll gut aus mit der Brille, aber fahr mal vorsichtig. Leute, sieht voll schnuffig aus mit der Brille, gell? Jetzt sehe ich noch nichts, weil ich 6,5 Dioptrien habe. Bleib da mal stehen. Nein, da war eine Haltestelle. Ja, ich sehe nicht, dass keiner raus will. Ja, da will niemand raus und da stand niemand. Oh, das Einzige, ist was das ich sehe, klein. Ist da unten so eine graue Fläche und da oben so eine hellere Fläche. Also ich finde ja, dass der Josh ohne Brille voll hübsch aussieht. Ich finde, er sollte sich Kontaktlinsen zulegen. Er sieht voll schnuffig aus mit der Brille. Und du ohne. Wir sollten tauschen. Oh, ein Gässchen. Oh, ist das süß. Vielen Dank. Oh, viel besser. Oh. Endlich wieder meine alten Augen zurück. Also ich glaube, der Mario, der sagt guten Abend. Also tschüssi. Tschüss, also, Oma, Mario. Knallharte Diktatur. Und so, Mario, so. Bitte nicht böse nehmen, gell? So. Bitte nicht. Wir sind immer gemein. Mario ist auch immer gemein zu Leuten. Ich mag aber nicht gemein sein. Der Mario, der muss das jetzt gleich wissen. Ich bin nie gern gemein zu Leuten, selbst wenn ich gemein zu ihm bin. Alter, mir ist voll... Josh sieht voll komisch aus an der Brille. Willkommen im Club. Das ist nur nicht gewohnt. Das sieht voll mega aus. Hat auch jemand der Hermi! Gesagt. Der Hermi! Jetzt... wo muss ich lang? Da, so. Okay. Boah, mir ist voll warm. Der Hermi ist wieder da, jetzt kriegt er wieder keine Schokolade. Ja, was weißt du, warum ich mit der Schokolade angefangen habe? Ach so. Weil ich glaube, dass der Hermi da ist. Boah, viel angenehmer. Jetzt könnte man dir was böse... Ja, ich weiß ja nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht gerne böse. Guck mal, wie viel da los ist. Ich mache immer deine letzte Tür auf, weil du ihn immer vergisst. Ich bin deine letzte Tür. So. Zweimal. Nee. Du bist eine Minute zu früh. Ticket, wenn er auch noch ein Ticket, nie nur sein Rückgeld. Nee, die erzähle ich nicht, die Geschichte mit dem Busfahrer, der sieht. Nein. Das ist gemein. Wobei. Josh, nicht laut vorlesen. Nee, Josh, bitte nicht laut vorlesen. Ich hab's gelesen. Haha. Ist ja nicht so, dass Luisa den Chat ja auch lesen kann.
Nee, aber es gibt echt solche Männer, die das... Was denn? ...bevorzugen, so. Ich bin in der letzten Tür. Hat da jemand seinen Rucksack verhakt? Ich bin eine schlechte letzte Tür. Es tut mir leid. Ich bin eine schlechte letzte Tür. Jetzt ist zu. Tschüss, der Tag, viel Spaß. Jetzt ist zu. Ach stimmt, der hat gesagt... Tschüss Julian, tschüss Mario, viel Spaß euch. Ach, deswegen sind die alle hier, weil die gleich auf... Ja, langsam kommst, so langsam kommst. Langsam kommst. So, die einen kommen, der andere geht. Hallo, Andi. Anbo ist da. So, was ist da noch incoming? Sternchen incoming. Nein, Schoki incoming. Ah, Schoki incoming. In der nächsten Pause machen wir einen Glückskeks auf, gell? Boah, voll. Oder soll ich jetzt einen Glückskeks aufmachen? Kannst du machen, wie du jetzt möchtest. Jetzt oder später? Nee, aber wenn ich jetzt frag, dann... Ja. Nee, dann ist wieder die Hälfte dafür, die Hälfte dagegen. Ich mach's wieder der Hälfte nicht recht. Wisst ihr was? Ich mach jetzt einfach einen Glückskeks auf. Glückskekse. Wir können ja in der Pause nochmal einen aufmachen. Ich mach die mal hier auf, damit man die nicht so laut hört, weil die so laut ist. Ich glaube, Ja, letztes Mal hat meine... Ich glaube, sie eine Tür ist nicht offen. Wer hat den Glückskeks aus der Dose geklaut? Die ging gar nicht auf. Letztes Mal hat sogar die Katze vor dem einen zugeschaut. Jetzt. Jetzt interessiert sie sich nur für mein Wurstbrot. So. Mega. Glückskeks. Boah, die Beleuchtung ist voll seltsam. Also, der Anbo ist seit der Ding schon da, seit der Pause. Ich wollte nur mal im Ding hier aufmachen. So, also Glückskeks. Jetzt schauen wir mal, was da drin steht. Na, ja, bete für das, was du möchtest, arbeite für das, was du brauchst. Na. Weisheit, Jos Weisheit des Tages. Oder Schnabis Weisheit. Diese Weisheit wird Ihnen präsentiert von Penny Glückskeks und Schnabi. So, da hätte Schnabi die aber in der Hand halten müssen. Schnabi kriegt auch einen Glückskeks. Hä, hey, benehmt euch vor wie zweijährige Kinder. Ich bin gerne ein zweijähriges Kind. Du fährst sogar richtig, ich bin da bei der einen. Bin ja die 73 in meiner allerersten Folge gefahren von Aachen. Hm? Bin hier falsch abgebogen. Hab dann die Aufnahme voll angepisst verworfen. Ach Mann. Friendly Glückskeks incoming. Jetzt ist voll laut, gell? Trockene Kekse mummeln. Wenn beide essen, ist bestimmt super. Schnabi-Merch. Nee, den einzigen Merch, den es gibt, ist das hier. Postkarten. Mehr Merch gibt's nicht. Schnabi-Merch. Cooking Academy 3. Wir haben noch ein paar Folgen auf Kette. Und ich wäre dafür, dass wir das sogar noch durchspielen. Ja. Yep. Nennen wir mal ein bisschen. Ja, aber. Wenn nicht, dann mache ich da einfach nochmal ein Format raus. Nee, aber ich habe jetzt aktuell halt eben Transport Viewer, was ich eben, du musst auf die andere Spur. Ich bin schon mal dein Spiegel. Blink einfach schon mal. Weil die reagieren alle auf Blinker eigentlich. Wenn die nicht gerade assi eingestellt sind. Ich war's nicht! Der fährt doch auch noch. Der fährt doch auch noch. Fahr mal durch. Ist ein Capacity, der ist put. Das hat niemand gesehen. Hat auch niemand gesehen. Was wollte ich denn gerade erzählen? War das kein Unfall? Das war ein Unfall. Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Ja, Unfallcounter 1. Transport Fever wollte ich erzählen, genau. Das hatte ich aber nicht wegen der roten Ampel, sondern... Danach. Danach. Also, Transport Fever ist cool. Wo habe ich Transport Fever her? Ja, vom Publisher. Und der Publisher ist cool. Das ist der, also der Community Manager, ist auch der, der diese Dev. Zurücklenken. Ist auch der, der diese Dinger-Video da aufgenommen hat. Diese Dev Diaries. Der ist voll cool. Ich finde den voll sympathisch. Der ist voll witzig. Und das Spiel ist übergeil. Spiel ist übergeil. Der Tom. Ja, der Tom. So, zweite Tür. Nein, die erste Tür wurde vergessen. So, und die andere Hälfte gibt's zwar anders. Der Josh ist nicht an dem Unfall schuld. Nein, bin ich nicht. Doch, ich habe gesagt, du sollst vorbeifahren, weil da ein rumbaggender KI-Bus ist. Kommt der Bausimulator bald wieder? Habe ich schon mal erwähnt, dass die Zuschauer Bausimulator mögen? Ja. Es ist ja Takt nicht da. Schwierig. Baue ich mir auch voll dafür. Jetzt musst du gucken, dass du da die nicht mit dem... Stopp. Wichtig, nicht immer mit Gewalt probieren durchzukommen, sondern... Ja.
lass sie die Erfahrungen selber machen, Josch. Gell? Genau. Machen wir das statt der Fluss? Nee, da gibt es gerade Folgen dafür. Und brauchen wir das nicht machen, da gibt es Folgen dafür. Genau. Was ist mit mir? Mit Thumbnails von dir. Ja, mit Thumbnails von mir. Hab machst du ein Key-Giveaway? Warum? Warum sollte ich das tun? Also, kaufen tue ich ganz sicher keine. Und ja, ich mag sowas, ich Gewinnspiele irgendwie nicht. Ich verstehe, ich weiß es nicht. Weißt du, da machst du dann 50 Leuten Hoffnung oder 100 Leuten Hoffnung auf was und dann irgendwie doch nicht. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Freund von Gewinnspielen. Bleib bis zum Ende des Videos dran, denn dann gibt es ein Gewinnspiel oder sowas in der Art. Es ist irgendwie so, ich weiß es nicht. Oder wenn ich 5000 Abonnenten erreiche, dann mache ich ein Gewinnspiel. Dann verlose ich eine 50 Euro Paysafe-Card. Ja, das ist... Alter. Ey, der geht mir... Also sowas, mir persönlich geht sowas auf den Sack. Ich weiß nicht, warum. Und ich mag das nicht. Das ist so, Zuschauer sich erkaufen. Ja, eben. Und sich erkaufen durch Geschenke. Und das... Nicht mal Geschenke. Bist du... Ja, genau. Also ich mag sowas irgendwie nicht so. Deswegen. Ich kann das ganz gut, Schatz. So, wann kommt wieder Train Simulator? Oh, Train Simulator muss ich auch noch erzählen. Also hier siehst du schon Transporter ragen in dein Lichtraumprofil. Es kommt dir jemand entgegen, das ist hier echt böse. Da ist ein bisschen frei. Ja, genau. Sehr knapp, aber passt meistens. Wenn nicht, kann Transporter da stehen. Oder bei 500 Likes mache ich XY. Nee, auf jeden Fall. Train Simulator wollte ich erzählen. Ich habe Berlin-Leipzig, wollte ich die Gegenrichtung aufnehmen. Kennt ihr ja Berlin-Leipzig. Von Leipzig nach Berlin, weil ich mag die Strecke voll. Und ich habe ja ein Szenario-Paket der Firma. Das war jetzt zu weit rechts. Und deswegen wollte ich da die Gegenrichtung davon aufnehmen. Es ist das Ding aber während, glaube ich, nach ungefähr knapp einer Stunde ist das abgeschmiert. Das Spiel mit einer Fehlermeldung. Und boah, da muss man immer wieder dahin fahren. Das finde ich voll ätzend. Und deswegen weiß ich nicht. Unfallcounter 2. Es wäre schon etwas früher gekommen, wenn das nicht gewesen wäre. Aber irgendwie, boah, das macht dann so unglaublich keine Lust, wenn das abschmiert und man das nochmal machen muss. Boah. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ja, kriege ich eine 50 Euro Paysafe-Card. Immer her, Miguel. Nur wenn ich Schokolade bekomme. Bei 500 Likes erzählt uns Josh, welche Spiele demnächst kommen. Transport Fever. Erzähle ich euch dann bei 500 Likes, dass es Transport Fever bald ab Dienstag zu kaufen gibt. Ja, ich mag kauft auch nicht so weit rechts sein, gell? Kauft euch Transport Fever. Ah, 1,5 mal 10 hoch 7 Minuten sind ungefähr 31 Jahre. Hä, aber kann man den Stream zurückspulen oder warum sieht ihr das jetzt? Ja, du kriegst sogar eine ganze Tafel Schokolade dafür. Für eine 50 Euro Paysafe-Card. Ich guck mal kurz, ob man das Ding zurückspulen kann. Nein, kann man nicht. Warum kommt die Abbau dann jetzt? Keine Ahnung. Ja, genau. Gewinnspielprinzip für den Kommentar schreiben und damit einem random Dingens da und dann abonnieren, like, follow. Ja, genau. Ist sehr gut. Also Instagram müsst ihr machen und so. Josh, wie hast du die Chaoten kennengelernt? Das war damals, habe ich mal bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Ich war sehr eng hier. Ich hab's gemerkt. Also damals beim Gewinnspiel. Ich war im Prinzip Gewinnspielgast oder sowas in der Art. Echt? Ja, ich war Gewinnspielgast. Ach süß. In The Line oder sowas war ich mal Gewinnspielgast. Das war die erste Aufnahme. Ich war voll aufgeregt. Ach voll süß. Aufgeregt damals. Ja, im Prinzip so. Genau. Transport Fever. Genau. Für alle, die Transport Fever vorbestellen. Genau. Gibt es das 25% günstiger? Genau. Warum mögen die mich eigentlich? Warum mögt ihr mich eigentlich alle? Weil du toll bist. Ach du. Und ja, das Stream kommt immer online, den nächsten Tag. Also meistens jeden Tag dann so ein Drittel. Hä, das ist ein Drittel? Stellt euch eine Hälfte von, nur ein bisschen kleiner. Ja. Obwohl am Dienstag Transport wieder kommt, ist das der Weltuntergang? I don't understand. Vielleicht, weil Dienstag ein schlimmer Tag für ihn ist. Leitstelle vom Wagen 0815. Ich habe einen Personenschaden gebaut. Tatsache. Tschüss. Hallo, die Freundin von Josh bist du. Das kann sein, weil Josh ist nämlich toll. Nee, nicht The Line in Wien, sondern The Line in Winsenburg. 2015. Müsst ihr mal irgendwie eingeben. Gewinnspiel, bla bla. Mit ja, da hat man mich fast nicht verstanden.
cooler. Oder schaut einfach in meiner, boah, Penetrant der Cost Promotion Playlist, auch bei mir auf dem Kanal. Da sind alle Videos verlinkt, wo ich auf anderen Kanälen dabei bin. Ist doch cool, oder? Jedes Video, wo ich bei irgendjemandem anderen dabei bin, ist dort verlinkt. Mega. Zum einen ist es das toll wegen Cross Promotion, zum anderen wegen, dann könnt ihr es auch angucken und sowas. Ist auf jeden Fall cool. Coole Playlist, guckt mal vorbei. Macht ihr danach Mercedes? Nein, danach kommt noch ein MAN. Wie sie im Thumbnail sehen, gibt es das nächste Mal ein Dingens da und so. Ich mache gerade die tollste Arbeit der Welt, ich installiere Omsino. Ja, das ist Tatsache. Genau, Winsenburg-Linie 126, 135. Vorne und hinten, genau. Cooking Academy 3 durchspielen. Ja. Das ist so ein Spiel, was ich glaube ich auch kein Schwein kauft, oder? Nö. Kauft sich kein Schwein, außer. Aber ich finde es so, so toll. Cooking ist auch cool. Dienstag ist US-Wahl, deswegen. Herr Weltuntergang, ich verstehe. War noch grün, gell? War Taxi grün. Oh, es ist voll süß, wie ich dir einen Kuss gebe. Du bist immer voll süß. Ja, egal. So. Du hast bei der Ring zweimal. Wie heißt das Ding? Klammer geschrieben. Die habe ich irgendwann mal von einer halben Ewigkeit mal kurz so beiläufig mal ganz kurz getippt. Also irgendwie, die haben nicht wirklich einen tieferen Sinn. Ja. Piep. Piep. Muss ich eigentlich Piep. Rechts? So, Spiele heute der Bus. Ja, irgendwie, ich habe so voll viele Spiele, die ich mal wieder bringen will, aber irgendwie. Zur Zeit des Transport Fever Zeit, damit müsst ihr euch leider abfinden. Wenn ihr schon mal ein Spiel gefunden habt, was er toll findet, dann. Ja, boah, das ist voll, das macht mir voll Spaß, deswegen sind die Folgen auch so lang. Also freut euch über 30 bis 40 Minuten Folgen. Oh ja. Und es sind nur wie viele Folgen bis jetzt? Ich habe voll nicht viel aufgenommen, gell? Ja, weil die einfach so lang sind. Eine Folge ist mega lang bei dir. Ja, irgendwie. Also von dem her ist auf jeden Fall, da musst du vielleicht langsam fahren. Ich hab's gerade gemerkt. Wie, was mit Bremsen? Das Schiff. Ja, das macht das Schiff. Das ist das Schiff. Sie lernen kennen die Fahreigenschaften des Schiffs. Ja, ich find's aber irgendwie cool. Musst du gucken, deine Ziele setze ich gerade neu. Also wenn du nochmal Fahrscheine verkaufen möchtest, dann muss ich das Ding neu machen. Oh, also Ghost, vielen lieben Dank erstmal. Ich lese gerade die Nachricht vor. Danke für die Mühe, dir. Ist aber eng. Keiner da. Also. Vielen Dank für die Mühe, die du machst, um uns zu unterhalten. Ich feiere dich, wie es bleibt, wie du bist. Dankeschön. Also, ich habe vor, so zu bleiben, wie ich bin. Denke ich mal. Auch wenn man es leider, glaube ich, leider nicht aufhalten kann, dass man sich ein bisschen verändert. Aber vielen, vielen lieben Dank an der Stelle. Und auch, wie gesagt, Postkarte steht ja in der Beschreibung, wie das ist und so. Ach, süß. Also, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich guck mal für dich. Fahren. nicht die, sondern links raus im Prinzip. Also, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Dankeschön. Ich weiß, ich finde das irgendwie immer. Es ist echt schwierig, dich da irgendwie gescheit dafür zu bedanken, weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich stelle mir das Bild, sie sitzen in einem Schiff. Ja, aber ich mag mein Schiff. Ich stelle mir da immer so bildlich so ein Penner vor, der an der Straße sitzt und dem man halt einen Euro zuwirft oder so. Das ist das Problem, du stellst mir das irgendwie immer bildlich vor, aber naja, gut. Ja, du kannst auch das F2 drücken. Ah, cool, das muss ich mal ausprobieren. F2 drücken, dann speichert das meine Szenario-Position. Dann brauche ich nicht dauernd. Nein, ich habe die Haltestelle nicht übersehen. Ich wollte da nur nicht anhalten. Doch, ich wollte anhalten, aber ich habe so kacke eingelenkt, dass ich nicht rangekommen bin. Ja, ah, ich gucke Josh Videos. Früher noch mehr denn jetzt. Früher noch mehr als jetzt. Jetzt gucke ich sie, während er sie aufnimmt. Das ist ja das Traurige. Früher habe ich sie später geguckt, also dann auf seinem Kanal. Hä, hey, bist du voll die exklusive Premium-Bitch. Und ich habe mir früher auch immer Glückskeks durch seine Streams angeguckt, als ich noch nicht dabei war. Als und du das Internet des Todes auf Doom hattest? Ja. Ach, Gebäude ist voll geil, die Chaoten-Stream. Ja. Das sieht beim Chat nicht, weil wir da drüber sind im Stream. Und die Chaoten-Streams, die gucke ich auch immer ganz gerne an. Und das auf meinem Handy dann. Oh, ich bin zu schnell. Keine Kekse essen. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Physikzentrum. Physikzentrum. So. Anzeige wegen Bürgersteig ist raus. Ja, hey, du bist doch voll die exklusive Premium-Bitch. Warum? Wegen den Folgen. Wie viel kostet Omsi 2? Also auf Steam 32 Euro. Und ich muss jetzt mal Werbung für meinen Dingenspartner da machen. Ich muss mal kurz schauen.
Ich schaue gerade mal. Ich muss auch mal Werbung machen für Games Planet, weil die einfach echt cool sind, weil die ermöglichen mir wirklich einfach neue Spiele vorzustellen. Das ist voll geil. Wenn ihr auf Games Planet schaut, ich gucke das gerade mal ganz kurz, Link in der Videobeschreibung. Ja, Affiliate, bla bla, voll Geld, geil, aber da zahlt ihr nur 24,99 statt 32 Euro. Direkt auf Steam. Der Marc findet das Schiff auch voll toll. Und wie sie die Schiffseigenschaften in der Auffahrt gesehen haben. Ja, aber das muss ja so. Wenn du Scheiße fährst, dann muss man das auch zeigen. Wer fährt nachher auf Schnee? Ja, aber wenn ich schon Scheiße fahre, dann... Verstehst du? Deswegen mag ich das Schiff. Wenn du Kacke fährst, dann sieht man das bei dem Schiff. Und darf ich Werbung für Edeka machen? Kunst. Ja, jetzt habe ich schon Werbung für Games Planet gemacht. Die mir wirklich, das ist eigentlich voll geil, die mir wirklich einfach kostenlose Game Keys für Let's Plays zur Verfügung stellen. Deswegen kann ich euch so eine große Vielfalt bieten. Das ist ja das Coole. Hat Vorteile für euch, weil ihr viele Videos seht. Und wenn ihr dort einkauft unter meinem Link, dann bekomme ich irgendwie, glaube ich, einen Anteil davon. Ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall einen Anteil von dem Kaufpreis, ohne dass es für euch mehr kostet. Das ist voll cool. Im Gegenteil, für euch kostet sogar... Ja, in dem Shop ist es günstiger. Und ihr könnt auch bei Amazon einkaufen, damit ich was kriege. Voll Geld, geil. Nein, aber wie gesagt, an die Leute, die uns gerne euer ganzes Taschengeld spenden wollen, hatte der eine vorher geschrieben, die können das so machen, ohne dass es was kostet. Ist voll cool. Ja, Felix hat auch Games Planet. Tatsache. Ist auch echt cool. Also von dem her ist cool. Kannst du bitte mit Omsi 2 weitermachen? Ja, hab ich vor. Für immer. Für immer, wenn Lotus kommt, das weiß ich nicht, wahrscheinlich. Für immer, das ist das. Aber für immer im Sinne von, ja, ich hab nicht davon mit aufzuhören, wie andere Leute, die zur Zeit von Omsi angepisst sind. Da gibt's halt diverse Leute. Diverse Leute, ja, da gibt's voll viele. Ah, da war das Schild. Okay, war nicht das Schild. Die in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Jahren von Omsi bis angepisst waren. Bei mir irgendwie nicht. Ich mag Omsi. Die dann gesagt haben, ja, ich fahre jetzt nie wieder Omsi, nie wieder. Omsi ist kacke. Nie wieder fahre ich Omsi. Ist egal. Aber wer sind wir? Wer sind wir, die das beurteilen? Wie wir das zu beurteilen Vermögen. Vermögen. So, vorletzte Haltestelle. Ja, geht ja stark auf Schlag hier irgendwie. Guten Tag. Ab sofort kaufe ich nur noch auf Games Planet und er sagt, ja. Täuscht das oder hatte ich... Supi, dass es euch so auffällt. Das Coole ist sogar... Also Zitat meine Mutter heute, hattest du nicht immer schon so Haare? Ach nee, die sind ein bisschen dunkler. Die sind wesentlich dunkler. Ja. Vorteil an Games Planet ist, wenn ihr auf meinen Link klickt, egal was ihr innerhalb der nächsten 30 Tage kauft, dafür bekomme ich auch Provision. Also ihr müsst nicht das kaufen, was da verlinkt ist, sondern es reicht irgendwas. Egal, ich will euch nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Ist das da oben begrünt? Das ist der Helikopterlandeplatz, weil das die Uniklinik ist. Geil. Das ist voll cool. Aachen, reale Objekte und so Zeug, das ist voll geil. Nicht so wie gewisse andere Fernbus-Simulatoren. Und da haben wir denn keinen Namen. So, also, wir sind... Wir sind echt da? Sind da... Nein, doch, oder? Uniklinik. Ich dachte, da vorne muss ich noch rum. Weiß ich nicht. Lass die Leute hier mal raus und stell dich mal da vorne hin. Weiß gar nicht, wie lange du jetzt gefahren bist. Bisschen mehr als eine halbe Stunde, gell? Krass. Aber heute geht voll schnell, gell? Ja. Heute geht voll schnell. Aber heute ist cool. So. Also. Ey, die läuft nicht ernsthaft vor mir her. Doch. Echt klasse. Ich sitze zum ersten Mal in meiner Heimat und es ist mega geil. Stimmt, Aachen ist echt. Ich bin meine letzte Tür. Ich hab die zugemacht. Oh, ich hab ja ein rotes Schiff. Ja, wegen Aachen und Rot und so. Also, was würde ich sagen? Dingenskirchens und so. Aachen war ich noch nie. Nur endende Fahrten. Da. Ach, dann stell dich in die Wendeschleife. Ja. So. Also Terminus, genau. Was soll man noch machen? Karlsruher S-Bahn-Straßensystem. Richtig geil. Also finde ich Hammer. Du kannst von ganz weit aus in die Stadt reinfahren, ohne umzusteigen. Finde ich Hammer. Oh. Ja, die da sind schon über 18. Juhu. Stell dich einfach in die Wendeschleife. Wann kommt Transport Fever raus? Keine Ahnung. Irgendwie 10... Ich habe keine Ahnung. Ich stelle mich mal so ganz unelegant hier hin. Machen wir mal auf. Kneeling runter. Runter. Oh, ich bin doch aber gar nicht mal so hübsch. Mensch. Ich kann kein Kneeling machen. Ah, das ist Kneeling. Ah. Jetzt knee ich den Bus runter. So, jetzt haben wir Kneeling mal reingemacht. Cool. Wir sind eben aus dem Schiff gekommen. Party hat, ich mag mein Schiff. Boah, ich bin voll toll gefahren in der Wendeschleife.
Voll geil. Und kann ich mal meinen Regalinhalt zeigen? Da könnte man sogar noch mal ein Thumbnail machen. Regalinhalt? Sag mal ganz kurz, Hendrik. Mach, ich würde sagen, kannst du mir das genial, finde ich auch. So, jetzt gibt's wieder Exklusivinhalt für die, die den Stream live verfolgen. Boah, ich bin voll die Premium-Bitch, gell? Hey, es gibt nur Premium-Sachen. Also, mal erst mit Abmoderation für die YouTube-Aufzeichnung und zwar auf dem Pause-Screen. Schön, gell? Wer hat da gerade... Twitch Alerts ist put. Nicht gut. Twitch Alerts ist put. Nicht gut. Twitch Alerts ist put. Yay. Was steht denn da? Ich muss das gleich mal eruieren. Ich muss das gleich mal eruieren. Ich muss mir danach schauen. Hm. Also, genau. Erstmal sagt mal Tschüss hier, Dingens da. Bis zur nächsten Aufzeichnungsfolge. Bis dann. Tschüssi.